Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rustler. Ja, wir hatten in der letzten Folge hier Gras geliefert gehabt für so einen komischen Dude. Und oh, wir sind hier auch direkt in der Nähe von so einer Quest. Wie auch sagen, können wir auch mal direkt dahin. Mal schauen, wo wir genau hier überhaupt sind. Das da haben wir eine Armbrust. Was zum riesiger Fuß, hä? Das sieht aus wie Brot und was auch immer das hier ist. Das hier Brot. Was ist das? Blairs Projekt. Ah, Eddie, ey. Hey, Süßer, willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Sorry für die Unordnung. Tee, Wasser, Bier mit Pissgeschmack. Hast du keine Angst, dass ich für die Inquisition arbeite? Ganz und gar nicht. Du bist ein kluger Junge. Du weißt, dass ich viel besser zahle als diese Possenreißer. Und wie? Nun, für den Anfang würde ich dich nicht in einen Frosch verwandeln. Hör mal, jemand hat mein Haus durchwühlt, als ich weg war. Also brauche ich ordentliche Kleidung und Requisiten. Ich brauche einen spitzen Hut. Vielleicht weiß ich, wo ich sowas finde. Ich wusste, dass du ein cleverer kleiner Schläger bist. Jetzt hacken, hacken. Es gibt noch viel zu tun. Krass, dass wir jetzt die hier wiedersehen. Und in den Sümpfen hier irgendwo. Geht zum Round Earth Parkplatz. Startplatz. Obwohl bei diesem Spiel weiß man nie. So, dann haben wir jetzt erstmal einen Wagen. Wo müssen wir überhaupt hin? Da oben hin. Nehme ich hier mal rein und ah, hier geht's nicht rein. Weiter oben. So. Weiß nicht, warum der nicht immer ganz sprint, also Ausdauer ist der. Deswegen. Schon mal hier. Der Round Earther hat während des Fluges seinen Hut verloren. Es muss doch hier irgendwo sein. Ah, stimmt. Okay, Schwert. Glock wurde hinzugefügt. Schön. Das war nicht schlau. Das war definitiv alles andere. Wir müssen da vorne hin und suchen. Round Earth sind also die Weltenkugler, okay. Die Musik ist vorbei. Das ist so ein Punkt, dass an diesem Spiel irgendwie ein bisschen störend ist. Dass die Musik immer nicht ganz so, ja, wie es läuft, sagen wir mal. Jetzt erstmal schauen, wo ist denn überhaupt die Kugel? Kugel, sag ich schon, der Hut. Von den Aluhüten.
Wir haben ein Schwert. Ja. Wo muss jetzt der Hut sein? Eigentlich irgendwo mitten im Wald, ne? Würde ich sagen. Wo? Oh. Rum kann man ja nicht hin. Würde ich ja gerne, aber... Oder kann man? Nö. Ah, da haben wir einen. Hab ich. Ringelhut zu Blair. Und wir sind anderes Pferd. Das Panzerpferd natürlich. Das arme Pferd. Wieder gleich bei Blair. Ja, hier wird's schwierig. Komm, geht da durch. Dann ist das Pferd da. Und da nicht durch, okay. Jetzt steckt da fest. Was rotzt er da hin? So. Wunderbar, gute Arbeit, Süße. Irgendwelche anderen seltsamen Anfragen? Diesmal nichts Seltsames, nur ein Besen. Ein Besen zum Fliegen? Was? Nur mal, woher hast du all die Ideen? Ich brauche nur etwas, um das Chaos in meinem Haus aufzuräumen. Leih dir einen Besen aus einem Haus. Aus einem Haus? Okay, wo... Aus welchem Haus können wir jetzt uns einen Besen holen? Aus dem Weg? Muss hier durch. Ja. Markiert wird uns gar nichts, wo wir hin müssen, ne? Boah, hat er mich jetzt erschrocken, fast in ihn reingerast. Eine Fahndung hätte ich jetzt wenig Lust. Die mit den Pferdesirenen hier. So, hier sind Häuser. Hier muss es irgendwo einen Besen geben. Hallo, habt ihr einen Besen? Nix Besen. Habt ihr einen Besen? Da ist ein Besen. Verwirren Sie zu Hause meinen Arsch. Ich wette, sie fliegt auf den Scheiß, auf diese Scheiße. Aus dem Weg? Ah, hier sind wir falsch. So, und wieder zurück zu Blair. So, warte mal. Oh, bleib ich hier wieder hängen.
So. Was für einen schönen Besen hast du da für mich? Bin gerührt. Jetzt das letzte fehlende Puzzleteil. Ein schickes Kleid. Ich bevorzuge schwarz. Und was auch immer du findest, wird gut sein. Die Mädels aus dem Rotlichtviertel haben wunderschöne Klamotten. Versuche es mal dort. Hey, vielleicht können wir uns nach all dem ein oder zwei Bier holen und? Tut mir leid, Süße, aber Besen über Bräutigam. Besen über Bräutigam. Okay. So, dann ab ins Rotlicht. Milieu. So, dann müssen wir jetzt mal in die Stadt. Aus dem Weg. Ich feiere immer noch diese Sprache von denen. Beatboxende Baden, das ist auch nicht schlecht. Ich feier das auch total. Aua. Hm, da wären wir schon. Haben Sie etwas verloren, Herr? Ja, dieses Kleid. Was für ein herzloser Bastard, der es wagt, unsere hart arbeitenden Damen zu bestehlen. Nicht cool, Mann, nicht cool. Oh. Oh, dann nochmal. Zwei mit Bogen, Armbrust. Hey, komm her. Jetzt habe ich ein Problem. Nein, aua. Oh, jetzt habe ich ein Problem. Schnell das Kleid holen. Aus dem Weg. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, nö. Nicht drehen! Mann! Ah! Ja? Ja, ich hab das verloren. Genau, das Kleid hätte ich gerne, ja? Ja, bitte seid so nett. Aua, ah! Ich will doch nur das Kleid. Ich will nur das Kleid. Okay, komm. Komm du näher, ja. Nein. Und jetzt schnell weg. So. Und schnell. Irgendwo muss ich jetzt was finden, um die Fahndung loszuwerden. Aua! Aus dem Weg! Oh, das Kleid ist weg. Ey! Oh. Jetzt könnt ihr mich. So, dann haben wir da vorne wieder das Kleid. Noch einmal holen. Die liegen hier immer noch tot. Gut. Keine neuen Wachen. Schüttel die Wachen ab. Was? Ja, dann, Ja. Ja.
habe ich schon mal. Weg von mir, weg, 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 weg. Muss ich doch irgendwo noch was geben? Noch so ein Ding. So, Entschuldigung, mein Hals kratzt ein bisschen. Oh, Ausdauer wieder Marsch. Ich habe jetzt keine Lust mit denen mich noch mehr auseinanderzusetzen. Nein, weg. Jetzt brauche ich ein Pferd. So. Und irgendwas, um Leben wieder aufzuladen. Das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Oh, das war mein Handy. Den mache ich mal eben kurz auf dumm. Einen Moment. So. Warte. So. Ich vergesse mein Handy noch auf dumm zu schalten. So. Ja, komm. Ich nehme auch euch. Ja, komm, komm, komm. Nein. Nein. Oh. Wo läuft der hin? Ja, mal Pferde. 0815 Pferd. Hier komme ich nicht wirklich durch, oder? Aua. Nein, 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 nicht ins Wasser. Oh. Hey, du Idiot. Und das Pferd komme ich nicht mehr ran. Toll. Neues Pferd. Oh, wo rennt er hin? Ich habe F gedrückt. Was ist das? Okay. Dum, 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 dum. Hm, Geld haben wir. Haben wir wieder volles Leben. Und hier haben wir wahrscheinlich wieder ein 0815 Pferd, ne? Um sein 0815 Pferd. Gut geraten. Nein, Faulpilz haben wir. Oh. So, dann müssen wir erstmal hier rum. Sind wir zumindest ein bisschen aus der Stadt. Oh, die Sprache von denen ist einfach geil. So, und dann hier runter. Pferd hat schon keine Ausdauer mehr. Da haben wir den Weg. Aus dem Weg. Wer ist denn das? Wer sind denn die hier am großen Fuß da entlang laufen? Nettes Kleid, aber du meine Güte, es ist schon spät. Ich bin so erschöpft, nachdem ich nichts getan habe und darauf gewartet habe, dass du alles tust. Komm später wieder und ich verspreche, dass wir etwas mehr Spaß haben werden. Soll ich etwas Schönes anziehen oder sollte ich vielleicht rein gar nichts anziehen? Oh, du Dummer, ich habe bereits eine Beziehung mit meinem Besen. Aber danke für das Angebot. Hau jetzt ab. So, und wir haben wieder hier Dings Fähigkeiten. Sind jetzt nur die beiden hier verfügbar. Fleiß und Bewegung und Groupie. Würde ich sagen, wir nehmen. Ne, wir wollten. Genau, wir wollten hier drauf sparen. Lassen wir das mal eben. Machen für die Hexe die nächste. Nahtoderscheinung. Okay. Willkommen zurück, Peter. Bist du bereit für echte Hexen-Action? Wandelst du dich endlich in einen Frosch? Vielleicht später. Zuerst machen wir einen Trank. Wie ein magisches Getränk, das Superkraft und Unsichtbarkeit verleiht.
Mehr oder weniger. Dieser wird dir Visionen schenken. Eine Hexe muss auch etwas essen und dieser besondere Trank verkauft sich am besten. Deshalb brauche ich dich, um mir drei Zutaten zu besorgen: das Auge eines Fisches, den Schwanz einer Ratte und eine violette halluzinogene Pflanze. Ich kenne die Pflanze, aber wo zum Teufel bekomme ich ein Fischauge? Oh, komm schon, benutze dein großes, sexy Gehirn. Werd wahrscheinlich viele Fische. Komm mit allen Zutaten zurück und wir werden Spaß haben. So, suche ein paar halluzinogene Blumen. Ja. Wo welche gibt's, hatten wir ja. Brauchen noch welche irgendwo gesehen. Konnten wir halt nur nicht einsammeln, so über dem Pferd. Aber ich glaube, ich weiß, wo welche ist. Wenn wir. Ja, hat er sogar noch markiert, genau. Hier vorne gab es die irgendwo. Drei Stück hatte ich da gesehen gehabt. Da sind die. Genau. So, eins. Drei, drei. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Finde ein Fischauge. Fischauge finden. Würde sagen, dann ab zum Hafen da. Und dort wird es definitiv welche geben. Nee. Da unten. Ah, da ist die Brücke. Ah. Oh, nie gesehen. Ah, wir sind noch nicht am Hafen. Wo geht's zum Hafen? Ach so, da muss ich hin. Ja. Okay. Ein Fischauge finden. Aber genau hingucken. Wir sind hier. Geradeaus durch. Okay. Einfach diese Straße entlang. Das ist immer nett. Hallo, Wasser. Wie weit müssen wir noch? Noch ein bisschen, okay. Ah, hier haben wir Ratten. Gefunden, aber die können wir irgendwie nichts mitmachen. Ah, da, ein Fisch. Verdammt noch mal, warum mache ich das überhaupt? Weiß nicht, was sein Problem war. Der sieht dich mit Schwert und Schild und der will mich verprügeln. Und ein Jäger muss jagen. Komm schon, du nerviger Scheißkerl. Immerhin haben wir alle Zutaten. Und wieder runter. Na, ich hätte irgendwie gerne den Blitz wieder. Der hat ordentliche Ausdauer auf jeden Fall. Nicht so wie das hier. Komm, geh wieder hoch. Die Sümpfe sind auch anstrengend, hier ranzukommen. Jo, da haben wir's. Hast du alles, Süßer? Leider ja. Einfach alles in den Kessel geben und umrühren. Umrühren, umrühren. Meine Fähigkeiten könnten ein wenig eingerostet sein. Würdest du dir etwas ausmachen, mein Verkoster zu sein? Nur um sicher zu gehen, dass das Produkt stimmt. Wird der wehtun? Wie 1000 Hengste. So wie ich es mag. Gut, trinke alles. Bis bald. Wow, das ist geil.
Ah, okay, was passiert jetzt? Boah, was? Wo bin ich? Du Idiot, das vergesse ich nicht so leicht. Du warst derjenige, der zuerst versucht hat, mich zu verbrennen. Jetzt bist du hier verrotten. Was? Verdammt. Wie komme ich hier bloß weg? Hilfe! Was mache ich überhaupt? Ach, ein Stein. Finde einen Fluchtweg. 10 Munition Steine halten. Okay. Ah, Glocke. Aus dem Weg, Kuh. Aus dem Weg, Kuh, habe ich gesagt. Hat mich jemand gerufen? Irgendwie ja, aber eigentlich nein. Ich habe gerade die Glocke gedrückt. Man schlägt nicht einfach auf eine Glocke und ruft einen Mönch. Wie auch immer, wären Sie, Herr Mönch, so nett und lassen mich frei? Lass mich diesen heiligen Universalschlüssel ausprobieren. Und fertig. Jetzt geh, mein Bruder. Sei frei. Verbreite das Wort über die Macht der Argumente. Ja, danke. Danke für die Hilfe. Haben wir 3 Skillpunkte bekommen. Nice. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? 7. 3 fehlen noch. Ja, zu der Hexe gehen wir wahrscheinlich nicht noch einmal hin. Dann da oben. Noch eine Mission, die machen wir eben noch fertig. Und dann gehen wir mit der Hauptquest hier auch weiter. So, dann haben wir hier schon mal einen Wagen. Da können wir auch schon mal langsam da oben hochdackeln. So, auf einen Wagen. Jo. Was ist denn das da hinten? Seht ihr das da? Achso, Mordskauri. Achso. Ja, geil, steig ein. Steig einfach ein. Einfach einsteigen, ja? Einfach einsteigen. Ja. Ah, aus dem Weg! Haben hier gerade eine Kuh angeflogen. Haben hier gerade einfach mal eine Kuh angeflogen. Was passiert? So, dann werden wir auch mal hier. So. Drogenproblem. Hey, wer zum Geier bist du? Wo ist der Kräuterhändler? Du bist Guy. Ah, komm her, hierher. Den Gauner. Ja. Ja. Komm. Wo ist der Kräuterhändler? Wir haben ihn in unser Versteck gebracht. Ohne Herbs Erlaubnis kann er hier nicht dealen. Er ist mir etwas Geld schuldig, also gehört er mir. Und jetzt verzieh dich. So. Ah, ich scheiß noch den Wagen. Ich will Blitz haben. Wo müssen wir überhaupt hin? Ah, hier um die Ecke. Okay, das ist gut. Ah, und dann... Da wären wir. Oh nein, das ist er. Piss dich, Guy. Herb ist nicht hier. Wir wissen nicht, wo er ist. Ja, lass uns in Ruhe. Wir wollen keinen Ärger.
Locker bleiben, ich bin nur auf der Suche nach. Das ist geil, tötet ihn um jeden Preis. Alter, lieber nicht. So, da ist noch einer irgendwo. Komm her. Komm, bist du aufs Maul? Komm. Das war's jetzt mit euch. Siehst du, ich habe ihnen gesagt, dass es so kommen würde. Töte uns bitte nicht. Ich bin auf der Suche nach dem Kräutereingang. Das heißt, ihr hättet ihn entführt. Mist, du bist ein bisschen spät dran. Wir haben ihn ein hübsches Paar Zementschuhe gefällt und ihn im See erträgt. Er ist jetzt Fischfutter. Jungs, gottverdammt. Gottverdammter Mist. Welcher See? Der beim Fischerdorf. Tut uns leid. Wir wussten nicht, dass er zu dir gehört. Ja, und wenn schon. Vielleicht bekomme ich ja wenigstens etwas für seine Leiche. Suche nach der Leiche. Oh, nee. From a baboon's bar.